Wenn ihr kein Losermon, sondern ein sehr starkes Pokémon haben möchtet, dann ist dieses Video das Richtige für euch. Denn wir sprechen heute über Pokémon-Wesen, die wirklich sehr, sehr wichtig sind, um euer Pokémon stärker zu machen. Ich werde das hier alles kurz und knapp halten, weil man das auch ganz kurz und knapp halten kann. Ich werde hier nichts in die Länge strecken, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Insgesamt gibt es 25 verschiedene Wesen, die im Statusbereich einsehbar sind. Doch wie funktionieren Wesen? 20 von 25 Wesen sind in professionellen Kämpfen wichtig, da sie einen Wert um 10% senken, doch dafür einen anderen um 10% steigen lassen. Kurz erklärt, habt ihr beispielsweise ein Pokémon, das einen Wert von 200 im Angriff hat, sowohl in der Verteidigung, würde es mit einem Wesen Solo 220 Angriff haben und in der Defensive 180 nur noch haben, weil es den Angriffswert um 10% steigt, doch dafür den defensiven Wert um 10% sinkt. So, kapiert? Wo ihr das alles nachschauen könnt, welches Wesen was macht, das habe ich euch in meiner Beschreibung verlinkt, das könnt ihr bei PokéWiki ganz einfach nachschauen. Doch wie setzt man Wesen jetzt am besten ein? Beispielsweise ein Bisaflor, der man eher speziell angreifen lässt wie physisch. Würde man das Wesen mäßig auswählen, da es den physischen Angriff senkt, aber den speziellen dafür umso stärker macht. Und dann logischerweise greift er nur noch mit speziellen Attacken an, nicht mehr mit dem physischen. Und habt dann beispielsweise so ein Moveset für Bisaflor. Das könnt ihr übrigens alles auch bei PokéWiki nachschauen, verlinke ich euch auch mal. Wenn ihr ein bestimmtes Wesen für Pokémon auswählen möchtet, dann geht es am besten mit Zucht. Das heißt, ihr überzüchtet eure Pokémon am besten immer so oft, bis ihr das perfekte Wesen habt. Und das Wesen steht immer beim Bericht des Pokémons. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie Wesen funktionieren. Bei Fragen gerne in den Kommentaren stellen.